So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Dragon's Dogma. Wir gehen direkt schlafen. Bis zum Morgen. Wir sind noch auf der Suche. Also es ist immer noch Live Let's Play auf Twitch gestreamt, dafür haben wir noch nicht hochgeladen. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Drachen. In der letzten Folge haben wir noch die Schmiedesachen geholt. Und wir kraxeln hier gerade hoch. Und ich hatte den Eindruck, dass hier irgendwo eine Medusa sein soll, weil wir versteinerte Statuen gesehen haben. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier über jemanden drüber stolpern. Wow. Da wirft jemand mit Steinen. Ja, die werden das sicher nicht gewesen sein, wenn jemand anders gewesen wäre. Alter, unser Berserker, den wir dabei haben, oder Krieger oder was weiß ich, das ist das Monster. Wenn der zuschlägt, diese Soundkulisse ist insane. Also, wer hat denn hier jetzt einen Stein geworfen? Wahrscheinlich jemand ohne Sünde oder was? Nein. Ich dreh weiter. Immer auf den Kopf. Okay. Autsch. Dumm ist das. Aber du bist nicht die gesuchte Medusa. Und vor allem nicht der gesuchte Drache. Hier oben irgendwo muss der sein. Also das Spiel ist mega schön. Das Design dieses Spiels ist einfach unglaublich schön. Ich find die Welt hier wahnsinnig schön. Oder eigentlich? Ja, hier nochmal. What the fuck? Might I be of assistance? Weg mit ihm. Allow me. Ich will nicht drüber reden, okay? Ich will nicht drüber reden. Ah, oh, Mann. Oh. Die sehen aber anders aus. If we mastered that attack, we would be invincible. Warum sind die so schön? Die Nummer mit dem Felsbocker wäre schön Futter für einen Clip. Ja, mach einen Clip. Dann machen sie einen Clip. Die, war die Sphinx eigentlich auch so ein bisschen leuchtend? Ja, die Sphinx hatte ja so einen Anstrich von einem V. Und ein V hat so auch so ein schön glänzendes Fell. Und die Harpy jetzt hat auch so ein schön glänzendes Fell. No,
vielleicht sind wir hier doch noch was auf der Spur. Nach was anderem. Ja, verdammt nochmal. Ich weiß auch, scheiß drauf. I quite agree. Schnell rüber. Einmal den Schutz erneuern. Okay, ich kann nicht auf der Brücke angreifen. Du machst die Brücke kaputt, du machst die Brücke kaputt. Boah, getroffen. Komm von der Brücke runter. Hopp. Blöde, ne, wenn ich geschützt bin. Ah, noch ein Riftstone. Danke. Ich habe die Punkte immer noch nicht groß ausgegeben, ne? Ich spare mir das immer noch fürs Ende auf. Kann ich ganz starke Leute anheuern. Zumindest in der Theorie. Ich weiß nicht, warum ich so viel Freude an solchen Sachen habe, aber irgendwo runterfallen ist so. Ach, gut. Ja, warte mal. Das sieht aber ein bisschen aus wie von der Medusa, das eine Gebiet, ne? Von der Medusa, was soll ich sagen? Lageraufschlag. Nein, nein, nein. Okay. Hail Arisen. Yeah, hi. Allow me to join you in this trial. Klar. We'll never get anywhere if all we do is rest. Let us return once we've grown tired from our labors. Okay. Muss ich da jetzt hoch? Right where I want you. Der spricht wie Arnold Schwarzenegger. Ich habe mich gar nicht drauf geachtet. Okay, also ich muss ja eigentlich hoch, aber ich will mich schnell umschauen. Da ist auch noch mal was. Ja. Okay, das Erkunden lohnt sich schon. Ich kann hier auch noch runter.
Ah, deswegen habe ich den Blick dadurch. Okay, hier haben wir ein Nest. Ein riesiges Nest. Gereifte Bestienrippchen. Uiuiui, lecker. Hier. Wie verwinkelt das Ganze ist. Ah, hier auch wieder. Hi. Dann ist da oben sicher auch noch was zu finden. Wie ist denn der jetzt gestorben? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum. Das war ein cooler Angriff, den er da gemacht hat. Achso, das ist nur Licht. Ah, und warum kann ich hier hoch? Deswegen. Okay, dann komme ich da raus, wo ich schon drin war. Und hier sind wir rüber. Okay. Ich glaube, damit habe ich den Großteil. Wir gehen hoch. Okay, hier hatten wir auch schon gekämpft. Aber das Elixier. Come to think of it. Was there not another task we were to see to somewhere nearby? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Was denn das? Ein Magiestab einer verfluchten Dornenkrone, die dem Gral oder Ursache bei Treffer verstummt. Aha! Damit können wir andere Magier stumm schalten. Auch nicht schlecht. Aber das Ding ist, dass wir... Hier haben wir noch eins. Die sind super wertvoll. Und das Ding ist... Wer hat die jetzt mitgenommen? It seems I've collected a few too many things. Perhaps I ought to be more selective in future. Ich wollte irgendein Problem erläutern, aber mein Gehirn hat einfach zwischendurch wieder gesagt, komm, lass gut sein. Drachentreu. Ein magischer Schild, der seinen Namen alle Ehre macht, außer den magischen Schuppen von Drachen. Aus den magischen Schuppen von Drachen gefertigt. Oh, der muss ja richtig cool aussehen. Ich gebe ihn aber auch mal ab. Ihr macht das schon, ich gucke mich um. Ah, das muss ja mal ein richtig großes, rundes Gebäude gewesen sein. Cool. Cool, cool, cool. Also das ist etwas, was ich in Valheim gerne nachbauen würde. In der Mitte haben wir einen großen Hof. Lolol. Ja. Der Drache ist oben irgendwo. Ich höre ihn. Wir hören ihn alle. No few times has an overconfident step soaked my boots. Ah, yes. That sounds familiar. Lazarus Splitter. Oh, Moment, schnell. Können wir nicht, haben wir auf der Höhe nicht noch mehr?
Ja, da oben. Moment. Is there nothing we can do about this obstacle? If a ranged attack is needed, count upon my aim. I would gladly be of aid, Arisen. Du hast den Drachen schon. Ihr habt den schon angelockt. What the? What the? Oh Gott! Do not waste this chance. Press home, Aragorn. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Der Siegende infiziert. Will der denn hin? Focus. A moment of indecision may spell out doom. I see a ladder, ich will hoch. But we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Okay. Pickel müssen weg. Oh, festhalten. Geh mal weiter nach vorne, wir müssen das an den Kopf wegmachen. Ja. Ja. Normal. Normal. Nice. Das kann ich loslassen, jetzt prügeln wir hier ein. War da noch verwundbare Stellen? Seine Stellen erneuern sich gerade. Nope. Festhalten. We must rally. Panicking will only play to the enemy's advantage. Versuchen wir mal anständig drauf zu kommen. Hin. Nice. Oh, der mag das nicht. Next. Ha. You are ready to learn. And so I shall teach you a technique. Use it well.
Schön, dass wir dieses Gespräch führen, währenddessen der im Hintergrund stirbt. Ein Dokument, das Soldat von einem Händler erhielt. Nein, das ist es nicht. Wo ist es denn? Nein. Schreiben eines Hauptmanns. Wo ist denn die Karte, die er mir jetzt gegeben hat? Ah, hier. Ein Verlernter, eine außergewöhnliche Fähigkeit für mystische Klinge beschreibt. Benutze ihn, um wilde Furie zu erlernen. Cool. Well done, Arisen. You have acquired a Maester's teaching, an important milestone in mastering any. Drachenschuppe. Am 17 Lindwurm Gedöns. Super. Muss ich nur kurz gucken. Wie zeigst du aber? Das ist ja unglaublich. Todesringer. Wie bitte, der ist ja viel besser als den ich habe. Ein Duo-Speer, der eher zum Hacken als zum Schlitzen geeignet ist. Die Zierde an der Klinge könnten die Wirbelsäule einer armen Kreatur sein. Also guck mal, wie viel stärker der ist als die Klinge, die ich habe. Vocation. I shall strive to learn from your example. The time I reach new heights for my own. Nett. Sehr nett. Nehmen wir den Scheiß hier noch mit. Dreschende Blut. Einen Moment mal schnell. Nein. Ja, ja. Also. Das werde Licht, fulminanter Schild, Totenglocke der Nation, heulender Schneesturm, erhabene Erde. Ja, wir hatten nur 3 von 5, ne? Also ein paar fehlen noch. So, wir können hier noch höher. Zuerst aber schnell die Treppe. Ah, das hat jemand schön gemacht von meinen Mates. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Ich will mich... Hey, hallo. Ich will mich hier nur umgucken. Ich bin schon maximal beleidigt hier. Erde der Blitzen. Einfluss der Seele. Hm, da hinten ist eine Münze. Might there be aught over there? That's our We ought to take a closer look. Ah, now here's a surprise. A splendid discovery. Yeah, splendid. Also. Das ist das Türmchen, wo wir gerade sind. Ne? Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ja, mach das. Weißt du was, ich gebe die Bücher jetzt ab. Die sind... Irgendjemand halt, das ist egal. Ich habe die Befürchtung, dass meine Mates mir gleich nachspringen. Über drauf gehen. Tut es nicht! Wollte ich da hinten noch schnell gucken, ob da noch was ist? Ich habe das Gefühl, da kann man nämlich noch hin. Verdammt, das wollte ich nicht.
Und go. Das tut weh, aber naja, wir sind sehr schnell unten angekommen. Ich will noch schauen, ob ich da... ob man da noch hoch kann. Nee, schade, ich hatte das Gefühl, dass hier noch was ist, aber hier ist nichts. Ja, die Fähigkeit ist so mega gut, ne? Also movement-technisch ist einfach... ist frech. Eigentlich frech. Kam hier von da unten? Nein, ne? Halt die Frage, ob das sinnvoll ist, da schnell runterzugehen. Stay with me, Arisen. Es geht mir noch gut. I never thought I'd say this, but we've become inseparable. Also hier sind einfach die ganzen Brocken runter von dem Gebäude. Ich muss es schnell erkunden, ja? Ich meine, teilweise findet man echt gutes Zeugs. Licht aus. Vielen Dank, Lydia. Even inkling this place will yield is einfach nix. Well spotted. Shall we see what we can find? Doch irgendwie enttäuschend. Nun gut. Wir gehen mit einem Reisestein zurück. Wir haben noch die Schmiedemission offen. Hallo, Reisestein? Da. Und zwar. Genau, dahin. Weil wir eigentlich noch in der letzten Folge die Kohle geholt haben für den Schmied. Dass der meine, der, also das Schwert in Stand setzen kann, ne? Das Insignienschwert. Shall we take stock of our surroundings? So, wenn wir aber das machen, will ich noch schnell gucken, ob ich noch die Gelegenheit habe, die neue Fähigkeit zu lernen. Und was ich bei der mystischen Klinge auf Stufe maximal kriege. Die mystische Klinge, die Dualwaffe hier, ne? Und die mystische Klinge, oder der Mystiker, den könnten wir dann jetzt noch ausprobieren. Hoi, look, no need to overthink it. You can change. So, Diebeshand, nein. In die Luft. Dein Seel in die Luft schmeißen. Interessant. Das ist ja fast cooler als diese magische Sperrballiste. Ich finde die magische Sperrballiste fast gar nicht so gut. Das ist ein cooler Blitz. Aber wo ist das von dem Paladin? Ist das das von dem Paladin? Ich nehme an, ne? Die wilde Furie ist das die Fähigkeit vom Paladin. Ich gehe stark davon aus. Sportlich. Bringt den Ausdauerverbrauch beim Sprinten. Ja, hallo. Gegen das Wehren von einem Feindangriff. Weniger Ausdauerverbrauch. Ja, das sieht gut aus. So, also den Bogenschützen haben wir nie fertig gemacht. Hier sind wir aktuell theoretisch dran. Das war auch cool. Ich würde fast sagen, wir... Ah, Illusionist heißt der. Ich habe keine Ahnung, ob der cool ist oder nicht. Aber ich würde sagen, wir probieren ihn einfach mal aus, oder? Obwohl, ja.
Also wir machen das so. Ich habe also am meisten Spaß bis jetzt hat mir die mystische Klinge gemacht. Der Dieb war auch mega geil mit seinem Dreher. Krieger wird sich wahrscheinlich ähnlich spielen wie ein Kämpfer, halt nur ein bisschen aggressiver. Und Erzmagier ähnlich in Magier, aber wir haben ja schon Magier in der Gruppe, das macht ja Lydia. Ich will den Illusionisten einfach mal ausprobieren. Ja. Einfach, um mal zu gucken, ob der cool ist. Wir können ja jederzeit wieder zurückswitchen, gar kein Thema. Kampfgrundhaltung, Illusionist und Dankeschön fürs Bestätigen im Chat. Illusionist nutzt Räuchgefäße, um verschiedene Illusionen zu beschwören, obgleich sie nun wenig Mittel haben, ihre Feinde direkt zu schaden. Zeichnen sie sich in der Täuschung aus und besitzen Zauber, die Feinde verwirren und sie dazu bringen, ihr eigenes Ende herbeizuführen. Vasallen können diese Laufbahn nicht einschlagen. Angriffe mit dem Rauchgefäß. Illusionisten können X benutzen, um ihr Rauchgefäß zu schwingen und Rauch zu verströmen. Allerdings, anders als bei anderen Aufbauungen, fügen diese Aktion kaum Schaden zu. Ihr wahrer Zweck ist es, die Aufmerksamkeit auf den Anwender zu ziehen. Nutze das Rauchgefäß, um Feinde zu täuschen und sie tanzen schon bald nach deiner Pfeife. Die Simulacrum beschwören. Drücke die Y-Taste, um ein Simulacrum. Doch, Simulacrum zu beschwören. Eine Truggestalt, die identisch mit dem Wirkenden ist. Benutze RB, um das Simulacrum an deiner Seite zu rufen. Das Simulacrum hat begrenzte Gesundheit, wird schwächer und verschwindet letztendlich, wenn es getroffen wird. Es verschwindet ebenso, wenn der Wirkende Schaden erleidet oder zu weit weg ist. Besessenheit. Nachdem du ein Simulacrum beschworen hast, halte RB gedrückt und drücke die Y-Taste, um fesselnde Aroma zu zaubern und Besitz von einem Feind zu ergreifen. Andere Feinde erhalten das besessene Opfer für den Wirkenden und greifen an. Ein schlauer Illusionist muss sich nicht unterlegen fühlen, selbst wenn er mehrere Gegner übersteht. Stärkung und Magie des Rauchergefäßes. Illusionisten können ihre Feinde keinen direkten Schaden zufügen, aber ein Rauchergefäß auszurüsten verstärkt dennoch ihre Stärke und Magie. Stärke beeinflusst die Fähigkeit des Illusionisten, die Aufmerksamkeit von Gegnern durch Schwingen des Rauchgefäßes auf sich zu ziehen, während Magie die Gesundheit ihres Simulacrums erhöht. Okay. Ja. Bitte. Bitte. Da müssen wir auch gleich nochmal schnell einen Abstecher zurück machen. Also, mal kurz gucken. Mitreißender Schleier. Verströmt Rauch über eine Fläche, als Ziel berührt, ablenkt, ein Tonne, wirkt gut konzentriert. Okay. Ja, wir machen den mal hier rein. So. Dann Kernfähigkeit. Heilender Dunst. Hebt langsam den Schaden. Hebt langsam den Schaden, den ein Simulacrum erlitten hat. Und ruft es zum Wirkenden. Okay. Physische Verteidigung. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, von Gegnern anvisiert zu werden? Wohl eher nicht. Ermöglicht zusätzliche Lasten zu tragen? Why not? Bringt die Wahrscheinlichkeit, von Gegnern anvisiert zu werden? Machen wir das mal. Obwohl, nein. Stellt die Gesundheit leichter in einen Todesstoß? Nein. Reduziert die Verbrauch auch seinen Griff von einem Feind? Wehren? Nein. Reduziert man eine Klammer oder Festnagels? Nein. Ja. Na, weiß ich nicht. Beschleunigt Bewegungsmittel tragen oder heben. Erhöht das alte Gold ein bisschen. Ha, nein. Tagsüber die Stärke und nachts deine Magie. Komm, machen wir den mal statt den. Erhöht erhalten eine Menge an Riftkristallen? Nein. Bringt der Ausdauerverbrauch beim Sprinten? Ja. Das war's. Wir lassen das mal. You've naught to lose and you might even make a new discovery. Super, ist das Spiel jetzt abgestürzt? Wunderbar. Okay, wir machen hier schnell einen Cut. So, Cut Ende. Gucken wir mal, wo es gespeichert hat. Hier hat es gespeichert. Oh. Es hat an der Stelle. Das ist ja ein perfekter Speicherpunkt. In dem Moment, wo es abgestürzt ist, hat es gespeichert. Okay. Ja. Ich will eigentlich schnell gucken. Lydia. Will ich Lydia noch was geben? Himi, dankeschön für den Sub. Der wird mir noch nicht angezeigt. Aber danke für den Sub. Hallöchen.
Großer Blitzregen. Ja, alles gut. Ah, warte schnell. Ich habe noch. Ich habe hier eine Suchermedaillons. Ja. 5 noch. Dann könnte ich den hier, ne? Das Diadem. Things to share. Many thanks. Wunderbar. Also. Gott, bin ich langsam. Ich muss nochmal schnell Home Sweet Home. Klimper, Klimper. Ja, jetzt wieder angezeigt, der Sub im Chat. Wurde vorhin einfach nicht angezeigt, ne? Also ich habe ihn gesehen, er wurde auch eingeblendet. Auch YouTube hat ihn gesehen. Warum habe ich hier... Irgendjemand wartet auf mich. Ich habe vor, eine persönliche Reise auszubrechen. Nein. Ja, ich würde dir ja wahnsinnig gerne helfen, aber das ist einfach einer dieser Missionen, wo du einfach nur... Also, du willst einfach nur dahin, dann muss ich dahin begleiten. Das ist völlig sinnfrei. Also wir lagern mal schnell ein. Ich will ja vorerst... Also vorerst kommen die mal weg. Ausgerüstete Gegenstände können nicht eingelagert werden. Super. Also wir hatten doch irgendwo hier... Orakelschleier. Und dann hatte ich noch Gewand des Sternenguckers. Bei den Hosen war es, glaube ich, relativ wurscht. Dann nehme ich noch den mit, weil er sexy ist. Sexy. Okay. Dann machen wir Folgendes. Hat mehr Schlagwiderstand. Bisschen weniger magische Abwehr, aber ich nehme trotzdem den mit. Der ist um ein Vielfaches besser. Der Klingenwiderstand ist nicht so gegeben, aber ist okay. Dann nehmen wir den noch mit. Das ist ausgerüstet. Die lassen wir mal. Perfect spot for a kip. Wow. Weiß ich nicht. Es ist nicht so... Jetzt nicht so mein Geschmack. Aber wir bleiben mal dabei. Wir bleiben dabei. Ich meine, ne, wir gehen mit der Mode. Gar kein Thema. Das ist voll okay. Gott, sehe ich. Speziell aus. Das kommt alles hier rein. Das kommt auch hier rein. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht doch noch einen Ring habe, der ein bisschen besser ist. Wird die Wahrscheinlichkeit von Feinden angegriffen werden. Ich nehme ihn mal schnell mit, weil ich das Gefühl habe, dass mein Charakter der ist, der am meisten angegriffen werden soll. Und das dann überspringt auf meinen Kollegen, den ich hier, ne? Dann beschwören kann, soll. Naja, ist schon okay. Einlagern. Gut, mehr brauche ich nicht. Jawohl, warte schnell. Nein, nein. Nehmen. Habe ich vielleicht so eine Mystia-Klinge? Ein Regensturm. Ein magischer Bogen. Ach so.
Wenn ich ein besserer Bogenschütze wäre, dann würde ich noch eine neue Bogenfähigkeit freischalten, ne? Also das Fragezeichen hier, das und in Kombination mit der Waffe bestätigt mir eigentlich, dass es noch einen anderen Bogenschützen gibt als den Standardbogenschützen, den man haben kann. So, ja, also man könnte mir nicht sagen, dass ich nicht sexy aussehe. Wir sehen mega sexy aus. Und aus irgendeinem Grund bin ich ein bisschen froh, dass ich den Mantel noch hinten anhabe. Ansonsten würde ich die ganze Zeit auf irgendeinen Arsch gucken müssen. Also ihr seht es so von der Seite, ne? Ich würde sagen, es ist okay. Hier? Ja, also. The Fight is, ne? Das hatten wir auch schon mal gelesen. Sexy. Ne? 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 Sieht furchtbar aus. So, dann gehen wir zum Schmied. Der Schmied soll mir zeigen, was Phase ist. Hi. Was ist los? You're back. Have you any Glimmercall for me? Eins, zwei, drei, vier, das ist zu wenig. If you can bring us some Glimmercall. As I've said, Glips will want to cast your eyes at Digger's Ruins. That. Aber ich verstehe nicht ganz. Also wir haben insgesamt nur 20 dabei, aber. You're back. Have you any Glimmercall? Das ist halt zu wenig. If you can bring us some Glimmercall, as I've said, we'll want to cast your eyes. Digger's Ruins. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass das zu wenig ist. Wir müssen jetzt echt nochmal hin. Das ist ja crazy. So sexy. Ja, dann, ich würde sagen, 5 nehmen wir noch mit. Ich meine, wir haben die Waffe extra hier hingebracht, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Zwergenschmied der richtige Schmied ist, ne? Also dass der das Handling hat. Das hat er uns eigentlich auch gesagt. Also er hat gesagt, er ist einer der wenigen oder wenn nicht der einzige, der das überhaupt reparieren und retten kann. Das heißt, wir sind hier richtig. Und der springende Punkt ist, jetzt will ich schon alles an Ressourcen bringen, damit wir auch garantiert die Waffe abschließen. Könnt ihr euch noch an die Mission erinnern, wo wir die Statue oder wo wir dem Bildhauer helfen mussten, dass er eine Statue herstellen kann, einen Greif? Und der meinte, wenn der stillstehen würde... Okay, ich habe mich maximal useless gefühlt. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Greif hätten versteinern können, indem dass wir zum Beispiel, also mein Gedanke war, dass wir eine Medusa irgendwo finden, die Medusa töten, den Kopf abschlagen und den Kopf dann nutzen können, um den Greif zu versteinern. Und so hätten wir dann wahrscheinlich dem Typen helfen können. Okay. Und dann hätte er auch eine gute Statue hergestellt, ne? Das heißt, je nachdem, wie intensiv wir den Leuten helfen, ist der Ausgang der Quest, also vermute ich, unterschiedlich. Das glaube ich. Und wenn wir jetzt hier
ihm alles an Kohle bringen, was er braucht, vielleicht sogar mehr, dann kriegen wir das mit dem Schwert garantiert hin. Beim Bildhauer ist mir das jetzt eigentlich herzlich egal. Also ich meine, ich hätte schon gerne richtig abgeschlossen, aber ne, es ist kein Weltuntergang, wenn es nicht richtig ist. Okay. Aber das Insignienschwert, das wird meinen Anspruch in diesen Landen eines Tages durchsetzen. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass es abhängig ist, wie viele Anhänger wir dann halten. Oder nicht halten. Also, wir gehen hier nochmal durch und sammeln nochmal, ne? Weil sie doch echt viel will. Is rather high. It might be beyond our reach. Master, I believe I could be of aid here. I would gladly be of aid, Arisen. Ich vermisse das Springen jetzt schon. Ja, komm, hey, also können es mir schon mal langsam so, ne? Oder müssen sie effektiv leuchten? On another note, I appreciate you carrying our heavy items, but do let me know if you need a hand. It certainly isn't easy work, but I am proud to be counted upon. The streets of Bakbatal no longer seem so foreign. I still remember my first glimpse of the Fire Fair. It is distinct from Burnworth in every way possible. Therein lies its charm. Das will nicht. Ja, okay. Das ist Zufall, aber es ist halt selten. Ja, nice, okay. 3, 2 noch. Also wo denn? Boden, Boden, Boden. Trey, allow me to open your chest. Ja, mach du, was du nicht lassen kannst. Ein Labyrinthus. Was zum Geier ist denn ein Labyrinthus? Ah, ist ein Streitkolben. Warte mal schnell. Ist ja voll cool. Besonders effektiv gegen Minotauren und ihresgleichen. Was ist dann das ihresgleichen von einem Minotaurus? Kühe im Allgemeinen? Rindviecher im Allgemeinen? Minotauren und ihresgleichen. Alles, was Hörner hat? Was ist ihresgleichen? Paarhufer? Ja, vielleicht. Ja, ist halt schwierig, oder? Zu deklarieren, was dann schlussendlich ihresgleichen ist. Na, wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, die ich aus der Distanz leuchten sehe, sind die, die es sind. Ja. Die aus der Distanz leuchten, sind es. Ich erkenne es eigentlich. At last we've arrived. Also den, der da unten hat jetzt auch geleuchtet. Ich wette, dass wenn ich den aufnehme, dass ich... Wow. Dass ich die Glimmersachen habe. Kriege. Nein. Hier hoch. Also hier? Ja. Ja, das ist abhängig davon. Ich sehe es aus der Distanz schon. Witzig. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. Yeah. I'm sure there's a very good reason for this detour. Yeah. We must respect our master's wishes. Yeah, respect my wishes.
Ja, da drüben leuchtet wieder einer. Wenn ich da jetzt hingehe, dann kriege ich hier safe eins raus. Also aus dem linken hier. Aus dem. Nein? Was dann der? Oh! Okay. Ups. Hier leuchtet auch einer. Bin nach wie vor noch nicht sicher. Aber gehen wir mal raus. Ich habe meine 25, die ich brauche. Und ich benutze jetzt einen Reisestein, ich bin faul. Obwohl ich gerne noch ein Level machen würde. In der Höhle waren wir noch nicht. Die hatte ich extra übersprungen, weil ich gesagt habe, ja, ist eh der Höhle immer gleich. Aber vielleicht finden wir da müßiger Sachen drin. Ja, über nachher noch teleportieren. Very well. I shall return. Bleib mal. Ich würde gerne wissen, wie ich kämpfen muss. Ich habe noch nicht verstanden, wann ich diesen Kollegen hervorrufen kann. Ja, warte mal. Ah, jetzt, okay. Komm, der verschwindet aber sofort, sobald ich angegriffen werde. Okay, ich komme mit dem noch gar nicht klar. Übernehme ich den denn jetzt? Ich glaube schon, dass der mich angreifen muss. Also meinen Weihrauchkollegen. Aber bis jetzt finde ich ihn noch komisch. Bleibt mal stehen, bitte, außerhalb der Höhle. Ich werde euch schon rufen, wenn ich euch brauche. Also. I need an enemy. Okay, wie übernehme ich den jetzt? Chase after anyone who's meeting that path. Hold fast, Arisen! I shan't let you fall!
Ey, der Illusionist bis jetzt. Toll. Super. Insane. Du seist gesegnet! Gesegnet seist du! Ja, verdient! Die Stufe 2 habe ich mir aber sowas von verdient. Ich weiß ja doch nicht so recht. Komm, gib mir mystiker Sachen. Noch mehr Sachen, die stark sind, aber ich noch mehr nackt werde. Bitte. Ganz wichtig. Ah, das war die Höhle schon. Das war's schon. Okay, super. Na dann. T'will be safe in my possession till you decide to reclaim it. Super, danke. I feared we might never. Ich würde die Ecke hier oben noch gerne erkunden. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen es folgendermaßen. Ich teleportiere mich schnell zurück. Ja. Und dann geben wir das ab. Gucken, was Sache ist. Und vielleicht müssen wir ja nochmal losziehen. Und dann werde ich in der nächsten Folge den Mystiker ein bisschen leveln. Weil ich habe den Eindruck, dass der vielleicht schon ganz cool ist, aber am Anfang einfach noch gar nichts kann, ne? Ähnlich wie der Bogenschütze, der am Anfang auch irgendwie sich nicht so rund anfühlt, aber der dann gegen Ende richtig heftige Schüsse kriegen soll und wirklich also schadenstechnisch raushaut wie so ein Maniac. Zumindest habe ich mir das sagen lassen. The so-called Forbidden Magic Research Lab appears to have been constructed rather recently. Indeed. Rather recently. Hoi! No Hoi. Need to overthink it. You... So. Ich höre eine täuschende Wand, die Bewegung und Grütze gegen das Bein verschwindet nach einiger Zeit. Okay, ja, ja. Jetzt, das ist die einzige Fähigkeit, die wir noch haben. Wir machen noch die Druckbildwand rein. Dann. Schwingt das Rauchgefäß, um eine Rauchwolke raufzubeschwören und ein Ziel loszulassen. Der Rauch kann nicht an so weit entfernt Ziel erreichen oder ablenken. Okay. Keine Ahnung. X halten beim Wirken. Weiß nicht, ob die Präsenz von Suchermedaillons oder Lazarussteinen in der Nähe hin. Ja, annehmen wir. Why not? Ausrüsten. So. Wir machen noch provozieren, dann werden wir eher. Change it on a whim. You've not. Passt. Dann wäre eher. Hier markiert. Ich werde aber noch kurz gucken. Also. Wie übernehme ich denn jetzt. A new discovery. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie ich denn das umsetzen soll, dass der. Many thanks. Dass die anderen Sachen angegriffen werden, dass ich die dann übernehmen kann. Soll ja irgendwie gehen, dass ich da. Okay. Dass ich das irgendwie übernehmen können sollte. Eine Kreatur. Wäre ja cool, wenn ich dann als diese Kreatur kämpfen könnte. Also ich gebe es noch nicht auf. Ich lasse mich noch nicht entmutigen. You're back. Have you any Glimmercore for me? Ja, habe ich. Hier. 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 Hier und hier. Fuck it all. This'll last us a good while. You've my gratitude. Ja, ich bin extra nochmal losgegangen. Brocker, we've got more Glimmercall. Now we can reignite the forge. Glimmercall.
Los geht's. 'Tisn't the forge what needs igniting, girl, but your fool ears. I've told you my smithing days ended when those monsters moved in. I've no use for glimmer coal anymore. I'm done, understand? I'll not hear another word about that rusted hunk of steel. If you're so keen to have it repaired, then see to it yourself. No, leave me be. My mattress beckons. Ugh. I was certain he'd pick up his tools again if we only had more glimmer coal. My apologies for putting you to all that trouble, sir, but mayhap your efforts needn't go to waste. I could try my hand at repairing that sword for you, if you'd be agreeable. Way I see it, if old Brock is the only smith with the skill to see it done, then I'm your best hope, being as I'm his apprentice and all. Well, what say you? Tja, puh. Ich habe das Gefühl, den sturen Zwergkrieg. Ja, komm, mach du, ist gut. I'm grateful for your trust, sir. You'll soon see your faith was well placed. Mhm. Ich hoffe, du hast mehr Recht als mit dem Zwerg. Mayhap not soon, as 'twere. I fear I'm a novice in the truest sense. Ja, ja. Das ist mir so Latte. Na, das ist mir völlig egal. Sir Sara is apprentice to the legendary dwarven blacksmith. There's no doubt in my mind that she will succeed. Super. Dann hoffen wir, das war kein Fehler. Gut. Ich würde sagen, wir ziehen nochmal los. Ich spezifiziere da nochmal hin. Wir nehmen den Sealord-Kristall am besten mit. Weil es mehr Sinn macht, den irgendwo hier unten hinzuklatschen, oder? Oder zumindest hier auf der Strecke. Keine Ahnung. Glaube ich zumindest. Noch einen kriege ich ja nicht. Also wir haben den hier weggemacht. Ich weiß nicht, warum hier noch steht, dass Lutz da sein soll. Da ist ja auch nochmal einer. Oh, Sigurd. Sigurd ist da unten. Ja, aber jetzt als Mystiker sehe ich mich nicht unbedingt Drachen bekämpfen, um ehrlich zu sein. Wir machen Folgendes. In der nächsten Folge werden wir diese Ecke noch erkunden. Das ist die letzte Ecke, die ich noch nicht habe. Und die würde ich eigentlich noch gerne erkunden, damit ich einfach wirklich alles gesehen habe. Klar, das Gebiet hier unten, aber das ist meines Erachtens nach ist das Endgame. Und da gehen wir hin in der nächsten Folge. Das ist die Idee. Um den Mystiker ein bisschen zu leveln und um zu gucken, ob der was taugt. Ja? Vielleicht finden wir da ja auch noch Sachen von der Sphinx. Oder noch mehr Grimoire-Karten. Das Gottgeflüster müssen wir dann ja auch noch abgeben. Ich nehme an, wenn wir da noch ein bisschen unterwegs sind, dann ja. Gut. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Aber will ich noch schnell rüber? Komm, wir gehen noch schnell rüber. Ich glaube, das liegt noch in der Zeit drin. Chat! Oder auch YouTube. Ich nehme an, einige von euch haben den Mystiker auch ausprobiert. Ich sage immer Mystiker. Es ist ein Illusionist, verdammt nochmal. Den Charakter, den ich gerade spiele. Die Klasse. Was war eure Meinung? Was ist eure Meinung dazu? Mal abgesehen, ob ich das insane sexy aussehe. Ich kann hier den machen. Dann den Täuschkörper. Und dann geht es darum, einfach hier Luft reinzuwerfen. Der Ascens, das, also was passiert denn? Da ist der hinter mir, der bleibt da, bis ich loslasse. Hm. Ich rall's noch nicht. Komm.
Niemand anderes? Wie weit darf der von mir eigentlich entfernt sein? Das ist gerade mal gut, um das zu testen, ne? Und weg. Mitreißende Schleier. Ich kann ihn damit jedes Mal zu mir rufen. Komm, greif den mal an. Ah, warte mal. Richtung ändern, falsche Richtung. Komm, greif meine Kopie da mal an. Jetzt nicht eine Zeit für mich kämpfen? Stempeln Sie mir an, kann nicht rufen. Rufen, dann Taste X drücken. Also ihn so holen und dann gedrückt halten. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir werden in der nächsten Folge ein bisschen erkunden gehen. Wir werden nicht in der nächsten Folge erkunden gehen. Holy moly! Okay, den müssen wir jetzt noch machen. Ach so, ihr kämpft gegen uns. Ja, moin. Was will ich denn machen, Mann? Dirigo, danke schön für den Schuh 1 ab. Ich kriege noch die Fresse. Wie funktioniert der? Okay. Nee, ist cool. Nee, mega. Tolle Klasse. Für Sadochisten, wenn man sich gerne verprügeln lässt. Deswegen habe ich auch so scheiß Kleidung an. Also noch mal. Wir rufen ihn. Jetzt gedrückt halten. Oh, und dann geht er wieder. Okay, ich habe keine Ahnung.
Wir werden noch ein paar Sachen erkunden und dann in der nächsten Folge feststellen, dass der gar nicht so cool ist. Like da lassen, Kommi da lassen und ich bin mal gespannt, was geht. Oh Mann. A ballista is a range.